in einer technischen Körper. Entschuldigung, dritte Shiu, aber nicht der letzte. Okay, wie ich es letzte Woche aus Versehen angesagt habe. Heute, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich mit Ihnen über ein Highlight sprechen, der Tfila von Rosh Hashanah und Yom Kippur, welche ein Highlight darstellt, das man wirklich nicht vergessen kann. Ich muss allerdings einräumen, eine Bemerkung. Ich habe gerade vorhin mit meiner Frau gesprochen. Meine Frau ist in einer echt jäckischen Gemeinde aufgewachsen, im Gegensatz zu mir. Ich bin in einer polnisch-chassidischen Gemeinde aufgewachsen. Wissenschaftlich definiert sind wir beide Aschkenasim, im Gegensatz zu den Sfaradim, also zu den Juden, welche einen orientalischen Background haben, gehören wir zum Abendland. Aber unter den Aschkenasim gibt es eben Unterschiede. Und der Unterschied kommt in verschiedenen Dingen zum Ausdruck. Sie wissen ja, Deutsche und Polen, das ist nicht genau dieselbe Art. Und Sie wissen ja wahrscheinlich auch aus gewissen geschichtlichen Fakten, dass halt eben die Ostjuden auch in den Augen der deutschen Juden nicht immer so gleichwertig betrachtet wurden. Es gibt solche, bei denen sitzt das so tief, dass das bis heute noch so ist. Aber ich habe also meine Frau gefragt in Bezug auf das Programm von heute Abend, in Bezug auf den Text, den ich mit Ihnen anschauen möchte, und habe ihr gesagt, du kennst doch bestimmt die Melodie und so weiter, sagt sie, bei uns wurde das nicht gesungen. Also es kann sein, dass ich jetzt über etwas spreche, das in meinen Augen ein Highlight ist in der Tfila, im Verlauf des Gottesdienstes, aber in den ganz, ganz jäckischen deutschen Gemeinden wird das nicht unbedingt so empfunden. Ich muss aber gleich zu dieser Einräumung wieder einräumen, dass, Sekunde, Ken, Hakirega, ich habe eine Frage an meine Teilnehmer. Sieht man mich heute Abend? Ja? Durchgehend? Ja? Okay. Ja, sehr gut. Okay. Als dich mir kol besed roim oti, als bentaim nashir et ze kacha. Ani modeh lach geveret. Toda rabah. Erev tov. Shana tova, toda rabah. אוקיי, הכל בסדר, תודה רבה. כן, הכל בסדר, תודה רבה. ביי. Also, ich bin davon ausgegangen, dass es heute Probleme geben könnte mit dem Bild und habe da gleichzeitig, habe mich parallel mit einer technischen Unterstützung, Technical Support beschäftigt und okay, es scheint in Ordnung zu sein, dann lassen wir es so. Ist ja super. Wie gesagt, wir waren gerade mitten im Satz und es ging um dieses Gebet, das, wie gesagt, in meiner zweiten Einräumung, zur Einräumung, muss ich Folgendes sagen. In der Zeit, in der ich in Deutschland war, und das war der Fall bis vor 2 Jahren, Frau Bräunlich, Sie müssen nur das Mikrofon ausmachen. Liebe Frau Bräunlich, danke. Das Mikrofon out, toda. In der Zeit, in der ich in Deutschland war, habe ich gesehen, dass in den Synagogen Deutschlands viel investiert wird, bei den hohen Feiertagen vor allem, nicht nur, aber vor allem, in den Chazan. Chazan zu Deutsch, Kantor. Ich persönlich hatte nie einen besonderen, eine besondere, sagen wir mal, Begeisterung
für Chasanim, also für Kantoren, empfunden. Im Gegenteil, hat mich eher ein bisschen gelangweilt, so wie Operasänger, ja, man sagt auch Operettensänger oder Opernsänger, ja, hat mich schon eher an das erinnert und das hat mich eigentlich früher nie so besonders interessiert. Alles okay? Hören Sie mich? Nur nicken. Nicken. Hören Sie mich? Ja, gut. Okay. Also, wie gesagt, Kantoren, das war nicht meine starke Seite. Aber, es ist nun mal ein Fakt, ein Faktum auf Deutsch, dass man sich die hohen Feiertage beinahe nicht ausdenken kann, ohne dem Kantor, ohne dem Chazan. Ich meine, man kann sich zufrieden geben auch mit einem Vorbeter. Der Vorbeter, der sogenannte Baal Tfilah auf Ivrit, hat die Funktion, dem ganzen Gottesdienst den Rahmen zu geben. Es würden ja alle durcheinander beten, wenn nicht einer da wäre, der immer wieder lautstark gewisse Dinge hervorhebt mit seiner Stimme, die den Betenden der Betgemeinde hilft, sich zu orientieren. Entschuldigung, es ist heiß in Israel. Also wir brauchen den Vorbeter. Aber es ist nicht nur das. Es ist nicht nur wie Straßensignale, die uns sagen, da geht es da durch und da geht es so durch, sondern der Vorbeter hat auch den Zweck, mit Hilfe von seinen Melodien, die er wählt oder die übrig sind in dieser Synagoge, die Herzen zu erwärmen und die Seelen zu erwecken, damit das Gebet tief im Herzen und in der Seele seinen Kanal findet. Okay? Okay? Gut. Und das ist eine Art wie ein äußerer Reiz, um in die innere Stimmung zu kommen. Müsste ja eigentlich von innen kommen, normalerweise. Ja, wäre natürlich ideal. Aber wir sind Menschen und wir sind oft mit technischen Dingen beschäftigt. Wir lesen, wir rezitieren. Wir haben auch Gedanken, die uns ein bisschen an allerlei Orte bringen. Der Chazan, der Kantor hat die Aufgabe, besondere Stellen im Gebet hervorzuheben mit seiner Stimme, mit seinem Gesang, mit seiner Melodie, und damit uns in den Sog von diesem Seelensturm zu bringen. Okay? So läuft das. Es gibt verschiedene Chazanim natürlich, verschiedene Kantoren, mehr Begabte, weniger Begabte, mehr Berühmte, weniger Berühmte. Aber so oder so ist ihre Aufgabe nicht zu unterschätzen. Und ich weiß es in der Stadt, in der ich war, in München allein, während den hohen Festtagen für die drei Synagogen 5 Kantore eingeflogen werden, zusätzlich zu dem einen Kantor, der das Jahr durch in der Hauptsynagoge tätig ist. Das zeigt Ihnen nur, sie werden eingeflogen aus Israel, das zeigt Ihnen nur, wie viel da investiert wird. Und das ist nichts Neues, das ist nicht im Jahre 2015 geboren, das ist schon eine Tradition von einigen von 100 Jahren. Ich kann nicht genau datieren, wann das wirklich so in der Form wie heute begonnen hat, aber das ist schon eine ganz schöne Weile her. Und ich sage Ihnen alle das, weil das Gebet, das ich mit Ihnen anschauen will heute, ist ein Gebet, das zu dem zeremoniell gehört, welches ein ganz besonderes ist, nämlich das Zeremoniell der Aushebung der Torarolle,
auf Ivrit Hotzaat Sefer Torah. Die Hotzaa heißt eigentlich das Hinausnehmen von Sefer Torah, von der Torahrolle. Ein Zeremoniell, welches, ich würde mal sagen, drei ganz besondere Elemente in sich hat. Zum Ersten ist es, wenn ich jetzt rein äußerlich auf dieses Zeremoniell schaue, wie liegt es im Kontext des Gesamtplanes des Gottesdienstes? Da müssen wir sagen, die Torah-Vorlesung ist eigentlich im Zentrum. Obwohl, wir nennen das ganze Gebet, was wir da in der Synagoge machen, im sogenannten Gebetshaus. Aber schon lange haben wir gelernt, dass dieses Gebetshaus eigentlich nicht nur Gebetshaus ist. Es ist auch ein Lernhaus. Und wenn wir die Torah vorlesen, dann beten wir nicht, dann lernen wir eigentlich. Wir hören uns den Text der Torah an, wir lesen mit und wir meditieren im Text der Torah. Und es gibt keinen Gottesdienst, weder Schabbat noch Festtage, auch keine Fasttage, an denen nicht eine Rezitierung der Torah im Zentrum des Gottesdienstes stattfindet. Zeitlich kommt es dann so heraus, dass auch die Leute, die einen super Rekord aufstellen, im zu spät kommen zur Tfila, zum Gottesdienst, immer noch rechtzeitig kommen zum Ausheben der Torah. Man kann sagen, da sind alle da. Und gerade weil alle da sind, ist es so wichtig, was in diesen entscheidenden Momenten geschieht, wenn das Sefer Torah ausgehoben wird aus dem Torah-Schrein. Okay? Gut, das ist die Nummer 1. Und jetzt zu Nummer 2. Technisch gesehen, um die Torah-Rolle herauszunehmen oder hinauszunehmen, aus dem Torah-Schrein, müssen wir ja diesen Schrank, diesen Torah-Schrein aufmachen. Nun, dieses Aufmachen vom Torah-Schrein ist eine sehr erregende Angelegenheit. Denn wir wissen ja, der Gottesdienst ist ein Analog zum Dienst im Tempel. Und der Torah-Schrein ist das Tandem zur Bundeslade, also zu diesem goldenen Kästchen, in welchen die Tafeln mit den 10 Geboten drin waren. Wenn wir also vor dem Torah-Schrein stehen und ihn aufmachen, dann ist es gerade so, als würden wir jetzt im Allerheiligsten sein und dort ins Innere, vom Inneren eindringen. Oder zumindest Entschuldigung. Oder zumindest eine Art wie eine Entblößung vom Innerlichsten, welches im Heiligsten sich verbirgt. Und deshalb kommt eine sehr große Erregung über die Gemeinde, wenn der Torah-Schrein aufgemacht wird und wir dann die verschiedenen Torah-Rollen erblicken. Und dann wird eine Torah-Rolle hinausgenommen, manchmal auch zwei, manchmal sogar drei. Und dann werden gewisse Verse zitiert aus der Torah, aus den Propheten, aus den Heiligen Schriften. Und in all diese Texte gehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Das ist ein Thema für sich. Das haben wir mal behandelt im Rahmen der Shiurim-Serie von der Tfila, das Sidur spricht Ivrit.
Okay, kann man vielleicht sogar runterholen, download. Ich möchte mit Ihnen einen anderen Text anschauen, der speziell am Rosh Hashanah und am Yom Kippur gesprochen wird und zum Teil sogar an anderen Festtagen. Ich spreche von einem Text, den, wenn man ihn liest, der uns alles vor Augen führt, und hier komme ich zum dritten Element, wie dieses Aufmachen vom Toraschrein viel mehr ist wie nur eine technische Angelegenheit. Ich muss ja den Toraschrein aufmachen, um die Tora hinauszunehmen. Ich kann sie ja nicht durch den Vorhang oder durch diese Türen dort rausnehmen, ist klar. Aber es ist dieser Moment des offenen Toraschreins ist für uns wie wenn wir jetzt das Firmament geöffnet hätten. Und wenn wir vor dem Toraschrein stehen, der offen ist, dann ist es, wie wenn es der Himmel offen wäre. Und dann nutzen wir diese Gelegenheit aus. Und wir wenden uns an Gott in einer ganz besonderen, nahen Art und Weise, in einer ganz besonderen, vielleicht sogar, ich würde beinahe sagen, eindringlichen, ich wollte nicht sagen aufdringlichen, aber eindringlichen Art und Weise und melden sehr, sehr persönliche und tiefe Wünsche an, die wie angestaunt plötzlich in ganz konzentrierter Form sich da ergeben. Okay? Ich habe nur eine Zwischenfrage. Ist bis jetzt alles klar? Ja, Frau, okay. Frau Kinzler hat genickt und jemand hat gesagt, okay, jetzt habe ich aber nicht herausgefunden, wer. Und die anderen sind alle gebannt. Ich sehe niemanden, der eingeschlafen ist, obwohl ich nicht laut rede. Aber vermutlich ist es bei Ihnen noch eine Stunde früher wie bei mir, da schläft man noch nicht ein. Okay, gut. Und ich sehe jetzt auch alles verstanden, habe ihn am Buch. Oh, das ist gut, das ist gut. Und das war alles. Danke, Frau Nina Rosig. Das war jetzt alles eine Einleitung, um jetzt mit Ihnen zusammen zum Text zu kommen. Jetzt hatte ich aber ein Problem. Ich habe den Text nicht gefunden. Ich bin ehrlich mit Ihnen. Wir haben gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn natürlich gefunden in meinem Buch. Ist klar. Ich habe ihn auch gefunden, in jedem Machzor kann man das finden. Wenn Sie einen Machzor zur Hand haben, dann versuchen Sie doch aufzumachen dort, wo die Tora-Lesung beginnt. Also ich kann Ihnen da nicht mal Seitenzahlen sagen. Ich kann vielleicht etwas versuchen, was ich noch nicht versucht habe. Nämlich kann schauen, ob im Shema Kolenu Rücksicht genommen wurde, im Shabbat-Gebet auf die Option von Rosh Hashanah und Chagim. Das sage ich Ihnen gleich. Wenn dem so sein sollte, dann wären wir gerettet. Und noch eine Sekunde, kann ich Ihnen sagen, die Antwort lautet nein. Es wurde keine Rücksicht genommen, es ist hier ausschließlich nur, die Texte drin von Shabbat. Dann lassen wir das Shema Kolenu heute. Ja, was mir dann übrig bleibt, ist die alte Methode, nämlich wir gehen auf die Tafel, nur kann ich im Moment leider nicht auf die Tafel kommen, ich weiß nicht warum. Falls die Anna mich hört, flehe ich sie jetzt an, bitte lass mich auf die Tafel kommen. Aber wir haben ja noch eine andere Möglichkeit. Da gab es doch mal, nein, das geht auch nicht. Uiuiui. Man hat mich der Möglichkeit geraubt, sie auf die Tafel zu bringen. Ich werde mich jetzt also folglich über SMS an die Anna wenden und versuchen, das aus ihr herauszuholen. Und sonst machen wir das einfach mündlich, was auch nicht so schlimm ist. Moment schnell. Nur Geduld. Ich schreibe einfach, ich kann. Ups. Kann nichts selber machen.
Es kann manchmal passieren, aber wir sind uns das gewöhnt, dass nicht alles perfekt ist. Jetzt schreibe ich natürlich auch, bitte helfen. Okay, gut. Und jetzt hoffe ich, dass die Anna das dann sieht und uns rettet. Denn die Anna, die rettet uns immer, wenn wir irgendwie irgendwo stecken bleiben. Okay, dann beginnen wir mal auf jeden Fall. Beginnen wir am Anfang. Also für die, die das Mach so, das sogenannte Gebetsbuch von den Feiertagen in der Hand haben und die Stelle gefunden haben, wo das Torah dargestellt wird, die sehen dort vielleicht ein Gebet, das beginnt mit den Worten Ribon Ha'olam. Ribon Ha'olam. Zu Deutsch Herr der Welt. Und jetzt muss ich gleich einschalten. Das ist der aschkenasische Ritus. Die polnischen Juden sagen, Ribon, danke Anna, Ribono Shelolam. Eigentlich ist das genau dasselbe. Mit dem einen Unterschied, so, wir sind schon auf der Tafel. Sehen Sie, wie leicht es gegangen ist. Wir sind schon auf der Tafel. Und was ich jetzt mache für Sie, weil ich Ihnen den Text nicht kopieren konnte, was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir schreiben ihn selber. Schauen Sie mal. Ich schreibe jetzt auf Ivrit Folgendes. Sekunde. Ich schreibe Ihnen Folgendes. Ribono Shelolam. Und ich schreibe sie nach auf Deutsch. Ich bin heute sehr nett mit Ihnen. Ich schreibe es auf Deutsch. Moment, das darf nicht so sein. Das muss sein. Herr der Welt. Ups. Der Welt. Gut. Okay. Können Sie das sehen? Ja? Ich nehme an, dass ja. Okay. Also, Sie sind mit mir beim Text. Wunderbar. Ribono Shelolam. Jetzt passen wir gut auf. Dieses Ribono Shelolam, welche unsere Ansprache ist an Gott, darum mache ich hier auch ein Ausrufezeichen. Dieses Ribono Shelolam, das man hier natürlich auch mit U schreiben kann, okay, ist eine besondere Ansprache. Sie unterstreicht die Tatsache, dass Gott Herr der Welt ist. Ribon. Ribon ist der Herr, genauso wie Adon, das wir kennen von Adon Olam, auch Adon Ribon. In Ribon ist die Wurzel drin von Rav. Und Rav heißt groß und stark mit dem Zusatz Nun. Okay? Es gibt eine Theorie, dass die ersten zwei Wurzelbuchstaben die tiefere Bedeutung der Wurzel zur Andeutung bringen. Okay? Also, Ribon. Man spricht auch von, heute im modernen Ivrit, von der Ribonut. Und mit Ribonut meint man Souveränität. Ja? Man spricht hier in Israel von den souveränen Gebieten und von den besetzten Gebieten sozusagen, nicht wahr? Also, die Souveränität unterdrückt natürlich die Gewalt, die administrative Gewalt, die in der Hand der Regierung ist. Also, aber hier, Ribono Shel Olam, das Souverän der Welt, also Gott. Okay? Herr der Welt. Jetzt, wenn ich Ihnen dieses Ribono Shel Olam in einer anderen Aussprache gebe, nämlich wenn ich Ihnen das gebe auf Jiddisch. Und zwar, wenn ich Jiddisch sage, meine ich die aschkenasische Aussprache, bevor Ivrit gesprochen wurde.
Ja, denn das Ifrit seit vor der Gründung des Staates hat natürlich dieselben Buchstaben genommen, dieselben Umlaute und dieselben Buchstaben, die bekannt waren bis zum modernen Ifrit, aber sie hat eine bestimmte Art der Aussprache gewählt, die eher eigentlich von der sphardischen Seite, von orientalischer Lesensart beeinflusst ist und hat dazu im Ifrit geführt von heute, aber eigentlich früher und heute noch in vielen, vielen Gemeinden ist die Aussprache traditionell ein bisschen anders und dann heißt es eben nicht Ribono shel Olam, sondern Riboinoi shel Olam. Und wenn ich Ihnen jetzt sage Riboinoi shel Olam, dann muss in jedem von Ihnen, der irgendwo mal eine Großmutter oder Großvater oder Urgroßmutter oder Eltern hat, welche in der Welt aufgewachsen sind, in der noch Jiddisch gesprochen worden ist, der muss sich daran erinnern, dass er nicht einmal und nicht zweimal, sondern oft und immer dann, wenn etwas sehr Erregendes geschehen ist, dann hat er den Ausdruck gehört wie Riboinoi shel Olam. Und Sie sehen, wenn ich sage Riboinoi shel Olam, kann ich es nicht sagen, ohne die Hände zu erheben. Riboinoi shel Olam. Der Herr der Welt. Irgendwie ist diese Anrede eine Anrede, die uns immer dann spontan auf die Lippen kommt, wenn wir wirklich irgendwie uns in Not finden, fühlen und dann wirklich die tiefste Tfila, das tiefste Gebet an Gott richten. So, und jetzt möchte ich mich mit Ihnen zusammen auf ein paar von den Bitten, die hier angebracht werden, die meiner Meinung nach so viel umfassend sind, möchte ich Ihnen hier bringen, zitieren aus dem Text, um dann anschließend zum Ende vom Shiur hoffentlich zu Ihrem Genuss, aber ich bin nicht sicher, auch einen Kantor abspielen zu lassen. Was sagen wir da? Ich nehme jetzt den ganz aschkenasischen Ritus, der natürlich in ein paar Dingen ein bisschen anders ist, aber hier gibt es einen Konsens. Wir sagen, Male Mishalot Teinu Letova. Und das will ich jetzt versuchen, auf Deutsch zu übersetzen. Und das würde etwas so viel heißen. Erfülle unsere Wünsche zum Guten. Okay? Male, vom Wort Male, voll, erfülle. Mish aloteinu, Wurzel, Shin Alef, Lamet. Lishol, Lishol bedeutet, Lishol bedeutet eigentlich etwas verlangen. Oder eben wünschen. Und dann haben wir Lishol und so weiter. Mishala ist der Wunsch. Auch ein Wort, das natürlich heute benutzt wird. Und Le Tova heißt dann zum Guten. Das ist ein ganz, ganz prinzipieller, genereller und elementarer Wunsch. Wir haben Wünsche, aber sind unsere Wünsche wirklich zu unserem Guten? Das ist die große Frage. Und weil wir das eigentlich gar nicht wissen, gehen wir auf sicher und sagen zu Gott, erfülle unsere Wünsche, aber nur zum Guten. Nur wenn sie zum Guten sind. Gott behüte die Wünsche, die nicht zum Guten sind. Und das wissen wir ja nicht. Wir haben ja die Weitsicht nicht.
Wir wissen nicht, ob die Erfüllung unserer Wünsche wirklich zum Guten führt. An Beispielen wird es Ihnen wahrscheinlich auch nicht fehlen. Und wir könnten jetzt eine Stunde miteinander hier sitzen und Sie könnten mir jetzt von Ihren Lebensgeschichten erzählen, wann Ihre Wünsche zum Guten waren und wann eben nicht. Vielleicht waren sie immer zum Guten, aber ist eher nicht die Regel. Und dieser prinzipielle Wunsch wird hier ausgedrückt. Der Torahschrein ist offen. Die Himmel sind offen. Wir blicken in die Torah, in der Gottes Wort steht. Wir fühlen uns in einer ganz besonderen Nähe und in einem Moment der ganz besonderen Erhebung. Das ist ein Highlight. Ribono shel Olam, Ribono, Ribono shel Olam, Herr der Welt, male mishaloteinu letova, erfülle unsere Wünsche zum Guten, nur zum Guten. Zum Guten, zum Guten, Letova. Aber damit hat sich's noch nicht. Wir fühlen noch, wir fügen noch einen Satz hinzu. Vehafek Rezonenu. Hafek Rezonenu. Das ist auch ein wunderbares Wort. Hafek. Heute sagt man für eine Vorstellung, es gibt bestimmt ein besseres Wort als eine Vorstellung, eine Präsentation und es gibt noch ein besseres Wort. man spricht von einer vollkommenen Show vielleicht sogar. Hafaka, eine Aufführung. Razonenu ist unser Willen. Lass unseren Willen zum Ausdruck kommen. Ich würde hier auch sagen, dass auch hier gemeint ist der Wille, der zum Guten ist. Aber wenn schon wir einen guten Willen, einen guten Willen haben, dann ist das Schlimmste wohl das, dass der nicht zum Ausdruck kommen kann. Ja? Übrigens, im polnischen Ritus heißt es meinen Willen. Und dann, irgendwann, nachdem wir das gesagt haben, also mit anderen Worten, unser Potenzial an gutem Willen soll auch zum Ausdruck kommen und nicht in uns drin bleiben. Fromme Wünsche haben wir. Dann kommt der Moment, wo wir, ich überspringe ein paar Worte, wo wir sagen, vielleicht ist hier etwas, das uns hindert, behindert und deshalb, und das könnte das schlechte Gewissen sein, wegen allen Dingen, die wir falsch gemacht haben. Und deshalb sagen wir hier sofort, Umechal, al kol avonoteinu. Was so viel heißt wie, verzeihe, all unsere Verfehlungen. Okay? Und nachdem wir all das gesagt haben, spüren wir, dass die Bahn nun offen ist, dass der Weg nun frei ist, um alles andere zu bringen. Und das sage ich jetzt nur noch mündlich. Schauen Sie mal. Wir bitten Gott, er soll sich unser, ich lese es auf Deutsch, aus der Übersetzung hier vom Rödelheimer,
übersetzt durch Rabbiner Pinchas Halevi Bamberger, Dr. Selig Bamberger, herausgegeben von Wolf Heidenheim, Victor Verlag, Victor Goldschmidt Verlag, Basel, und so heißt es hier. Ich lese es einmal auf Deutsch. Herr der Welt, Ribono shel Olam, erfülle unsere Bitten zum Guten, willfahre uns, gewähre uns unseren Wunsch, verzeihe alle unsere Sünden und alle Sünden unserer Angehörigen. Voll Gnade und Erbarmen, reinige uns von unseren Vergehungen, Sünden und Missetaten. Gedenke unser zum Guten vor dir. Gewähre uns Heil und Erbarmen. Gedenke unser zu einem glücklichen und langen Leben, zu Frieden, Ernährung und Erhaltung. Gib uns Brot zur Speise, Gewand zur Bekleidung, Reichtum. Wer kennt Anna Tefka? Ehre und langes Leben, um in deiner Lehre zu forschen und ihre Gebote zu erfüllen. Verstand und Einsicht. Oh, das ist wichtig. Verstand und Einsicht. Ihre tiefen Gedanken zu begreifen und zu erfassen. Sende Heilung allen unseren Leiden. Segne all unser Händewerk. Bestimme für uns Glück, Heil und Trost. Halte alles Böse von uns fern. Neige das Herz der Regierung, der Ratgeber und Fürsten zu unserem Besten. Amen. So sei dein Wille. Und ich frage Sie, nach dieser Tfilah, bleibt da noch etwas zum Wünschen? Ich glaube nicht. Und nun habe ich eingeblendet einen Text, den Sie weniger analysieren sollen. Aber ich komme zuerst zurück zu Ihnen auf dem Bildschirm und frage Sie jetzt, bevor ich weitermache und zum Abspielen komme von dem vom Kantor vorgetragenen Ribono shel Olam, möchte Sie fragen, wollen Sie dazu was bemerken? Ich schaue auch schnell bei der Chat-Seite und ich sehe auch noch gar nicht, dass Sie sich da in irgendeiner Form bis jetzt geäußert haben. Mit anderen Worten, Sie sind gespannt und gebannt und das freut mich. Und dennoch, Sie dürfen was sagen. Bitte, dafür sind wir da. Das ist sehr interessant, dass ich das die Unterschiede erklären zwischen diesen ganzen Genasen und so. Wenn man das so ein bisschen versteht, weil man liest ja immer den Macht so und dann die ganzen Sachen und was man versteht, war nicht so. Die ganze Geschichte und so. Das kardinale Problem von der unserer Entfremdung von der Tfila, vom Sidur und vom Gottesdienst wegen dieser Brücke der Sprache, welche uns nach 2000 Jahren Exil im Stich lässt. Und zu unserem großen Glück, das nicht beschrieben werden kann, wie unendlich groß es ist, erleben wir im 20. Jahrhundert die Renaissance der hebräischen Sprache, die hier in Israel von jedem Kind schon ab circa 1,5 Jahren freigesprochen wird. Und ihr, die im Exil seid und tagtäglich die deutsche Sprache spricht, ihr habt noch diese Schwierigkeit, und das ist ja auch das Ziel von unserem Shiur, diese Schwierigkeit zu überbrücken. Damit gewinnen wir ja zwei Dinge. Wir gewinnen ein bisschen mehr Nähe zur hebräischen Sprache und vor allem gewinnen wir eine familiäre Nähe zu dem, was im Sidur geschieht, zum Aufbau und zum Inhalt. Ich danke für Ihre Bemerkung, Frau Rusig, und machen wir weiter so. Und wer möchte
Das wird, ja, Frau Hug, bitteschön. Ja, also ich finde auch schön, dass man hier gemeinsam lernen kann, weil ich lerne meistens mein Ingrid sonst alleine zu Hause. Und es ist schön, da einen Lehrer zu haben, mit dem man sich austauschen kann, auch mit anderen Schülern. Also vielen Dank. Ich danke Ihnen, ja, das ist jetzt auch, dieses Gespräch ist auch beinahe ein Schlussgespräch vom Jahr 5775, welches in zwei, drei Tagen zu Ende geht. Und das ist auch eine gute Gelegenheit jetzt, bevor wir dann das Stück einblenden, das musikalische, bei Ihnen ein gutes, ein süßes und ein erfolgreiches Jahr zu wünschen, mit viel, viel Stunden der Genugtuung intellektueller und jeder Art der Genugtuung in Ihrem Leben wünsche ich Ihnen von ganzem, ganzem Herzen Gesundheit, Nachhalt, wie man sagt auf Ifrit, Wonne in jeder Beziehung. Und nun ein paar Worte zu dem Mann, der das singen wird, was Sie jetzt dann hören werden. Sie werden ihn nicht lebendig sehen, er ist nicht mehr lebendig, er ist schon im Jahre 1952 gestorben, ist 1884 geboren, oder nein, 1874. Ich habe mir das so hier nur von der Wikipedia runtergeholt. Der Mann heißt Zvulun Kvartin. Falls jemand unter Ihnen als Hobby Kantoren hat, dann darf er sich jetzt über mich empören, dass ich erst heute zum ersten Mal über diesen berühmten Mann gehört habe. Wenn aber niemand von Ihnen was über ihn weiß, dann sind wir jetzt alle im selben Korb und müssen aber jetzt zur Kenntnis nehmen, dass er einer der größten Chasanim, einer der drei größten Chasanim war vom 20. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie schon vom Chasan gehört, vom Kantor Josele Rosenblatt. Er war ja absolut weltberühmt und ist dann tragisch hier in Israel gestorben, relativ jung. Gerade Zvulun Kvartin ist irgendwo in der Ukraine geboren, ist gar nicht wichtig, wo genau, war bis er 20 war ein Textil, im Textilwerk seines Vaters tätig und erst als er mal bei seinem Schwiegervater eingeladen wurde und dort in der Synagoge die Haftarah bekommen hat zum Vortragen, hat sein Schwiegervater gehört, was für eine fantastische Stimme sein Schwiegersohn hat. Und er hat, und die ganze Gemeinde war sehr berührt von diesem Auftritt und hat gesagt, Moment, könnten wir vielleicht von ihm auch das Musaf-Gebet hören? Er hat dann vorgebetet, das Musaf-Gebet, und alle waren angetan. Und sein Schwiegervater hat ihm gesagt, du musst das entwickeln. Und obwohl sein Vater ihn lieber als erfolgreicher Textilhändler gesehen hätte im Metier der Familie, hat Zvulun Kvartin die Richtung eingenommen, der Chasanut, war zwei Jahre in einer Chasanut-Schule in Wien und wurde dann schlussendlich nach seinem ersten Auftritt schon berühmt und dann hat man ihn schon an verschiedenen Orten angestellt. Er war Chasan in Wien, er war Chasan in Amerika, er war Chasan in Budapest. Er hat Gott sei Dank wirklich in Amerika eine feste Anstellung bekommen, die auch gut bezahlt war, sehr gut bezahlt, in Brooklyn, im Temple Emanuel. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich konnte nicht abklären, ob er wirklich ein 100% orthodoxer Chasan war, weil wenn ich höre Temple Emanuel, Brooklyn, da habe ich ein bisschen Bedenken, bin ich ganz, ganz sicher, aber ehrlich gesagt, das ignoriere ich jetzt. Ich, auch wenn ich ihn sehe, wie er aussieht, Sie werden es vielleicht auch sehen können nachher, wenn wir das Lied dann sehen. Was mir besonders gefällt, ist in diesem Mann. Er schreibt eigentlich die Geschichte des jüdischen Volkes. Er ist in der Ukraine, er ist in Wien. Er geht nach Amerika, wo eine große jüdische Gemeinde eigentlich sich allmählich integriert als Konsequenz der Vertreibungen und Pogromen in der Ukraine Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er geht auch nach Israel, und das finde ich absolut faszinierend. Er geht 1926 nach Israel.
zu einem Besuch. Und nach diesem Besuch will er nicht mehr weg aus Israel. 1926, und ich kann Ihnen versprechen, 1926, das war noch nicht das Israel von heute, das war eine harte Realität. Aber er blieb hier und hat sich ein Haus gebaut oder erkauft auf dem Karmel, also in der Nähe von Haifa. Und hat auch Länder gekauft. Er war sehr reich, weil er war in Amerika ein sehr gut bezahlter Hasan, auch in Österreich, in Wien. Doch 1937 hat er sich dennoch entschieden, wieder nach Amerika zu gehen, nach New York. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob das war, weil man ihm dort ein super Angebot gegeben hat oder weil er in Israel irgendwie sich nicht arrangieren konnte. Dafür müsste ich jetzt seine Biografie lesen, die er geschrieben hat über sich selber. Er hat auch 3 Bücher über Hasanut geschrieben. Also der Name ist Zvulun Kvartin. Schreiben Sie sich das aus, wenn Sie sich für Hasanut interessieren. Er ist bestimmt ein ganz wichtiger Bestandteil der Geschichte der Hasanut. Und man kann nicht über Rosh Hashanah und Yom Kippur sprechen, über die hohen Feiertage, über den Gottesdienst, ohne ein paar Worte zu verlieren über Hasanut. Und dieses Mal habe ich Ihnen, und jetzt bitte ich die Anna hier, mit mir zu kooperieren, dieses Mal habe ich Ihnen also über diese Tfila, Ribono Shel Olam, den Hasan gebracht. Sie werden immer wieder hören, das Wort Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam, das kommt immer wieder. Okay? Und auch wenn Sie die Worte nicht verstehen werden, die er vorträgt, aus diesem Gebet, das wir jetzt ein bisschen gelernt haben, das ist überhaupt nicht wichtig. Die Melodie spricht für sich. Es sind 8 lange Minuten. Wenn sie nicht anspricht, dürfen sie natürlich, ohne etwas zu sagen oder zu tun, dürfen sie abtreten und sich ihren eigenen Dingen zuwenden. Ich will nochmals Shana Tova, und hören wir zusammen Ribono Shel Olam, der Kantor Zvulun Kvartin, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber ich kann Ihnen versichern, bis heute wird es von Hasanim genau in dieser Melodie gesungen, dort, wo der Hasan das gelernt hat. Anna, schießen wir los. Shana Tova. Shana Tova. Der Inhalt der Präsentation wird nicht unterstützt, steht hier.
Brot zu essen und ein Kleid anzuziehen. Ribono shel olam. Ein langes Leben. Boino, ribono shel olam. Verstand zu verstehen, Sechel, deine Torah zu verstehen, Ribono shel Olam. Heilung allen Kranken. Mögen alle böse Dekrete von uns fernbleiben. Amen. Ken Yehi Ratzon. Und möge dieses Gebet und alle diese Tfilot auch bei uns, bei jedem von Ihnen und im jüdischen Volk und in der ganzen Welt in Erfüllung gehen und alles, alles Gute. Und Be'ezrat Hashem sehen wir uns nächste Woche wieder. Shalom, Shana Tova.
Umetuka, vergessen Sie nicht, den Apfel im Honig zu tauen. Shanatova, Umetuka, Shanatova, herzlichen Dank, Sabina Bruchner. Shanatova. Danke für dieses fantastische Video und das Gebet. Ich schließe mich an die guten Wünsche an. Ein fröhliches, süßes, gesundes, glückliches, friedliches, fantastisches neues Jahr. Amen, amen. Und ein Lil Mod-reiches neues Jahr. Amen. Shanatova. Danke an Sie, liebe Teilnehmer. Wir sehen uns im neuen Jahr. Beziehungsweise im neuen Jahr oder gleich beim Hybridkurs mit Miriam Rosengarten, die auf uns schon wartet. Wir warten kurz auf diejenigen, die sich umloggen und sagen allen Shalom, Shabbat Shalom und Shana Tova. Shana Tova.